Ja, herzlich willkommen. Mein Name ist Rabea Klatt. Ich bin Bewegungstherapeutin und Heilpraktikerin und immer wieder auf der Suche nach neuen Schätzen, die uns den Alltag erleichtern, gerade bei chronischen Schmerzen, Erschöpfung oder Verspannungen. Und ich habe mir nochmal Claudia Nichterl eingeladen. Hallo, liebe Claudia. Hallo Rabea, schön, dass ich wieder da sein darf. Ja, das ist ganz wunderbar. Claudia ist nämlich Doktorin der Ernährungswissenschaften und TCM-Expertin. Und heute geht es um ein ganz wichtiges Thema, nämlich um das Thema Schlaf. Das ist bei vielen also schon ein ganz, ganz wichtiges Thema. Oder überhaupt daraus schöpfen wir eigentlich hier unsere Energie, also nicht nur aus der Nahrung. Aber hier wollen wir uns nochmal angucken, wie kann Nahrung, Ernährung uns auch nochmal helfen, gut in den Schlaf zu bringen. Weil es kommt ja nicht darauf an, wann ich esse, wie ich esse, sondern auch was ich esse. Und da hat Claudia ein paar Ideen und Anregungen für uns. Claudia, erzähl doch mal. Ja, sehr gerne. Ja, also Schlaf ist ja ganz was Wichtiges. Es ist die Regenerationszeit, die Erholungsphase für unseren Körper, wo auch sehr, sehr viel passiert in unserem Körper. Die ganzen Reparaturprozesse, die Leber arbeitet, die Entgiftungsfunktionen. Und deswegen ist das Ziel, einen möglichst tiefen und erholsamen Schlaf zu haben. Ja. Und wenn der Schlaf gut ist, vielleicht zuhören und sich den einen oder anderen Tipp mitnehmen. Also da muss man auch nicht allzu viel ändern, weil dann hat man wahrscheinlich schon ein gutes Gespür und eine gute Routine, was man am Abend isst, dass der Schlaf gut funktioniert. Aber Schlafstörungen sind wirklich schon ein großes Thema. Und wenn ich dann die Menschen frage, was sie essen, wundert es mich nicht, dass sie schlecht schlafen. Mhm. Also so ein Hauptthema in der chinesischen Medizin arbeiten wir ja auch mit der Organuhr und ganz viele Menschen schlafen so zwischen 1 und 3 Uhr ganz, ganz schlecht. Und das ist eben die Zeit, wo die Leber arbeitet und die ist überfordert, wenn das Abendessen zu spät und sehr üppig ist. Mhm. Was meine ich mit üppig? Das sind große Mengen Fleisch, rotes Fleisch. Auch sehr trockene Mahlzeiten sind problematisch, die Pizza zum Beispiel. Und was die Leber auch gar nicht mag, ist Alkohol am Abend. Also wir trinken zwar oft Alkohol, um ein bisschen runterzukommen vom Stress des Tages, das Entspannungsbier, das Entspannungsglas Wein, aber im Hintergrund für den Körper sind diese Entgiftungsprozesse vom Alkohol extrem belastend. Ja. Und das heißt, auf das könnte man schon einmal schauen, warum ist das trockene Essen so ein Problem am Abend? In der chinesischen Medizin haben wir so die Vorstellung, dass zwei Säulen, zwei Wirkkräfte in unserem Körper sind. Ich sage immer, dass die eine Säule ist das Yin, das sind unsere Körpersäfte, Blut, Lymphe, alles Substanzielle. Und dann haben wir das Yang, das ist so die Körperkraft und die Wärme und die Energie. Und wenn wir das jetzt so beim Herz-Kreislauf-System sehen, ist Yin Blut in unserem Körper und Yang die Pumpkraft vom Herzen. Und es geht uns gut, wenn das Yin und das Yang gleich sind. Wir haben alle durch die moderne Lebensweise schon einen starken Yin-Mangel. Und dadurch ist das sogenannte Yang im Überschuss und macht uns unruhig. Das macht uns hibbelig, das raubt uns den Schlaf. Und wir müssen diese Säfte aufbauen. Und wenn wir Chips vom Fernseher essen, eine trockene Pizza essen, dann geht diese Schere mehr auseinander. Ziel ist Suppen, Eintöpfe, saftige Kompotte, auch immer ein Apfelmus zum Abendessen. Also um hier aufzubauen. Und das wichtigste Prinzip bei Schlafstörungen ist suppig, saftig, soßig, so weiche, beruhigende Mahlzeiten und nicht diese yangigen Fleischmahlzeiten mit Alkohol. Ist das verständlich? Ja. Ja, und man kann ja auch den Tag also unter dem Aspekt angucken, ne? Die Yin-Zeit ist ja eigentlich unsere Schlafzeit, ne? Da, wo es uns ein bisschen kühler wird, wo wir entspannen, wo wir reparieren. Und die Yang-Zeit ist ja da am Tag, wo wir vielleicht die Kraft brauchen. Da brauchen wir vielleicht mal einen Steak zwischendurch am Mittag, aber trotzdem brauchen wir ja auch diesen Übergang, ne, wo wir loslassen können, wo sowas wie Flüssigkeiten hier auch nochmal hilft, im Körper so eine Zirkulation beizubehalten. Ja, absolut. In einer leichten Weise, ne? Ja, also eines meiner Lieblingsrezepte für meine Kunden ist eine stückige Gemüsesuppe, wo man wirklich Saisongemüse, Kohlrabi, Karotten, Möhren hineinpacken kann und dann einfach so eine halbe Tasse Polenta. Ja. Meister ist, ja, damit das so ein bisschen gebunden ist. Mhm. Als Kind habe ich auch Grießbrei bekommen, also Weizen, Bulgur, Couscous, das beruhigt am Abend. Mhm.
Ich sage, ich mache mir dann immer Quinoa noch mit rein. Das hat so was Festes, Mussiges und dann mit dem Gemüse. Ja, also diese Getreide, die so ein bisschen beruhigend wirken, viel Gemüse und natürlich tut auch Eiweiß ganz gut, vor allem wenn man nicht zunehmen will oder auch fürs Gewicht ein bisschen den Stoffwechsel stimulieren will. Und da bewährt sich am besten Fisch am Abend, also der ist sehr bekömmlich, oder auch eine Gemüsesuppe mit einem versprudelten Ei drinnen oder ein Omelett. Wo ich ein bisschen vorsichtig bin am Abend, ist mit Hülsenfrüchten und mit Pilzen, weil die ein bisschen schwerer im Magen liegen. Wobei diese roten, gelben, orangen Linsen, die so gut zerfallen in der Suppe, also so eine Linsensuppe, Linsenkürbissuppe oder sowas, passt auch sehr gut am Abend. Und statt Alkohol könnten wir uns vielleicht einen schönen Tee machen für den Abend. Ich liebe Rosenknospentee. Ah ja, genau. Der duftet sehr gut. Auch Melisse oder so gute Abendmischungen mit Kräutern, mit Lavendel, mit Ringelblumen und Minze, Melisse, also alles, was da so gibt, kann man auch so rituell eine schöne Tasse Tee am Abend trinken. Ja, dieses Zelebrieren dann auch, ne? Also dass der Tee, also sei es jetzt durch den Anblick, durch den Duft, ich finde, das ist ja wie bei der Suppe, einer Suppe mit wunderbar schönen Gemüsestücken. Also das macht ja auch gleich Appetit. Also ich merke gleich, ich bekomme schon richtig Hunger. Und genau, dieses vielleicht nochmal so als Abschluss, das nochmal so rund zu machen. Also dieses, was du meintest, also Flüssigkeit ist ganz wichtig, das kann ich mir geben, zum Beispiel durch Bouillons, Suppen, viele Soßen und dann einfach nochmal so eine kleine Energiekraftquelle ist vielleicht, was du gesagt hast, die Polenta, Quinoa, den Reis dazu nochmal in die Suppe, um da so ein bisschen Substanz zu haben, ein bisschen Kraft zu kriegen, aber trotzdem dem Körper schon mal zu signalisieren, also der kann da in der Leichtigkeit verdauen, um da wirklich nicht belastet zu werden im Schlaf. Absolut. Und bei mir gilt auch immer so die Regel, 3 Stunden vorm Schlafen gehen, die letzte Mahlzeit, damit auch der Magen nicht mehr so gefüllt ist. Und wenn ich mich dann auf die linke Seite lege, dass das so auf den Herzbereich drückt, weil das macht dann auch oft diese Unruhe. Also damit der Magen eher leer ist, 3 Stunden vorm Schlafen gehen essen. Wunderbar. Vielen, vielen Dank. Also das sind wieder wunderschöne Anregungen und ich finde auch ganz einfach anzuwenden im Alltag. Also probier es gern mal aus mit Suppen. Guck, trag das in deinen Kalender ein. Wie ging es dir nach dem Essen? Wie fühlst du dich nach dem Essen? Wie war dein Schlaf? Ich glaube, das ist immer ein ganz guter Indikator zu gucken, was passt für einen und womit kannst du da gut entspannt in den neuen Tag bleiben. Vielen, vielen Dank, liebe Claudia. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Da geht's nämlich weiter zum Thema Energie. Wie kann ich mir die Energie geben, die mich hier durch den Tag bringt? Vielen Dank. Danke, Rabea. Tschüss.